Das ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Da weiß Gott gar nichts von. Wenn der das wüsste, der würde sich im Grab umdrehen. Der Stellvertreter Gottes auf Erden ist also ein verbitterter, verstockter deutscher Katholik mit Augenringen wie die Panzerknacker. So ein Gesicht kriegt man also, wenn man 80 Jahre lang die Menschen liebt. Das kommt wahrscheinlich vom vielen Frohlocken. Hosianna! Wie ist der mit dem Gesicht Papst geworden? Hochgeschlafen hat er sich nicht. Ratzinger. Ratzinger klingt auch schon wie so ein billiger Weißwein. Hä? Das ist ein Inquisitor. Immer gewesen, nie geleugnet. Glaubenskongregation heißt das heute. Ja, Reiter heißt auch Twix. Die Exorzismusschulen schießen wie Pilze aus dem Boden. Es wird zurzeit weltweit der Teufel ausgetrieben, wie lange nicht mehr. Das ist der nette Hardliner aus Altötting. Ja, stellen Sie sich's vor, Sie haben eine Tochter, die ist 18, hat eine affektive Schizophrenie. Ja, da holen Sie doch den Exorzisten, oder? Ja, wenn Sie katholisch sind, sollten Sie das tun, das ist so angedacht. Herr Pastor, die Kleine hört Stimmen. Ja, ich komme gleich. Ja, dann kommt er und der Kleinen geht's schlecht, die liegt da und der ist ganz schwarz und bespritzt sie mit Wasser und drückt ihr das Kreuz auf den Körper und beschimpft sie auf Lateinisch als Teufel. Ja, da wird die doch gesund. Aber ratzfatz wird die gesund. Das ist mal ein Menschenbild. Hä? Heerscharen von Eltern und besorgten Pädagogen und Erziehungswissenschaftlern zerbrechen sich den Kopf, wie es den Kleinen besser geht seit Generationen. Und die machen, was sie lustig sind. Die Moslems müssen 5-mal am Tag auf die Verfassung schwören, bis die Finger bluten. Und unsere eigene Kirche macht hier ihre Parallelgesellschaften auf. Das verletzt mein sittliches Empfinden. Wir gehen mit den anderen Fundamentalisten ins Gericht in anderen Religionen. Wir haben unsere eigene noch nicht mal in der Kontrolle. Wir haben reichlich zu tun, offensichtlich. Vor 2 Wochen hat der Ratzinger die Vorhölle abgeschafft. Ja. Tja. Haben Sie es auch gelesen? Ja, in der Zeitung stand. Ende April hat er die Vorhölle abgeschafft. Soll ich es nochmal sagen? Hat die Vorhölle abgeschafft. In den Psychiatrien sitzen Leute für weniger. Ich habe heute Morgen die Vorhölle abgeschafft. Ja, ja. Und ich bin der Kaiser von China. Doch wirklich, um 8 Uhr habe ich die Vorhölle. Sie gehen jetzt mit den 2 kräftigen jungen Männern zurück auf ihr Zimmer. Nicht zu glauben. Und die Vorhölle, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Fegefeuer auch genannt, war ja vornehmlich, das war die Begründung überhaupt, die Fegefeuer war ja vornehmlich für uneheliche und ungetaufte Kinder gedacht. Und da das jetzt weltweit immer mehr werden, haben Sie sich überlegt, toll. Wir machen uns die Welt wieder, wie sie uns gefällt. Das ist ein richtiges Sicherheitsrisiko, dieser Ratzinger. Wir hatten alle Hände voll zu tun im Sommer mit Kofferbombern und Truppen, die wir in den Nahen Osten geschickt haben. Und der heilige Bimbam schwadroniert hier, wie er lustig ist. Alle standen mit Löschdecken im Heuhaufen und der raucht eine nach der anderen. Ach, gestern Morgenpost. Haben Sie auch gelesen? Papst kauft Viagra-Fabrik. Ja. Das stimmt. Ja, das ist toll. Ich lese mal den letzten Satz. Der Papst wird zu dieser Entscheidung stehen. Ja.
Die Frauen sind für den Vatikan immer schon, und das scheint sich ja nicht zu ändern mit dem netten Hardliner aus Altötting, die Frauen sind für den Vatikan immer schon Menschen zweiter Klasse. Knapp über dem Haustier. Hm? Immer schon. Für Ehrenämter wahnsinnig gut zu gebrauchen. Für Ehrenämter wahnsinnig gut zu gebrauchen, wenn nicht die Frauen millionenfach Ehrenamt bekleiden würden an der Basis. Das Ganze wäre ein leerer, hohler, im Ritual verhafteter, gepuderter Tuntenhaufen nur noch. Völlig sinnlos. Und Feuer. Feuer. Richtig teuer. Ja, sicher. Küss mein Ring, du hast ihn auch bezahlt. Ja. Ja, klar. Deswegen heißt er doch auch so, Benefiz der 16. Ja. Natürlich. Diese ganzen Religionen sind ein einziger feuchter Männertraum, ich sag's Ihnen. Von Männern für Männer. Ja, ja sicher. Allein schon dieses Papamobil. Das ist doch eine Monty Python-Nummer, oder? Hä? Hä? Da sitzt einer im Panzerglas-Tresor und predigt Gottvertrauen. Dem glaube ich doch alles. Ich meine, wenn der Hirte schon Angst hat vor den eigenen Schäfchen, was macht er, wenn der Wolf kommt? Gib Gas, Giovanni, gib Gas! Haben die Dreck am Stecken. Ich würde in seiner Stelle auch in so einem Panzerglasmobil durch die Gemeinde fahren. Wenn ich so ein schlechtes Gewissen hätte wie die, irgend so ein afrikanischer Stammesfürst wird sich schon finden, der den Kopf kürzer machen will, weil sein halber Stamm an AIDS krepieren musste die letzten 20 Jahre. Als AIDS aufkam, kam auch Wojtyla an die Macht. Und der hat 26 Jahre alles verboten. Eine ganze Generation hat da ins Gras gebissen. Bloß weil der aus Borniertheit diese Tütchen verboten hat. Ja. Irgendeiner findet sich da. Oder irgendein Befreiungstheologen, den er vernichtet hat, der Ratzinger. Oder irgendeine Frau, die krepiert ist fast an ihrer Abtreibung. Da hätte ich auch ein Panzerglasmobil, klar. Wenn Sie mal Zeit haben abends und Sie haben einen Computer mit Google und Internetanschluss, dann gehen Sie zu Google und tippen Sie oben in die Suchleiste einfach zwei Begriffe hintereinander weg ein. Vatikan und Mafia. 70.000 Treffer. Der Abend ist gerettet.